Mein Name ist Detlef Schulz. Ich bin Wahl Bocholter. Wir sind 2016/17 wieder zurückgekommen nach Bocholt. Nach meiner Berufstätigkeit verbringen wir den Ruhestand in Bocholt. Und hier habe ich Herrn Krasnitzi kennengelernt, mit dem ich gemeinsame Immobilienprojekte durchplane und durchziehe. Und eines unserer Projekte war auch, das Stadthotel zu erwerben. Das Stadthotel ist das ehemalige Kolpinghaus. Der Name Kolpinghaus ist geschützt. Daher dürfen Sie den Namen nicht mehr verwenden. Und wir werden uns daher auf den Namen Stadthotel konzentrieren. Im Oktober letzten Jahres haben wir in der Zeitung gelesen, dass das Stadthotel zum Verkauf stand. Nach kurzer Absprache mit Herrn Krasnitzi haben wir uns dann entschieden, ein Angebot abzugeben zum Erwerb des Kolpinghauses damals noch. Und dieses Kolpinghaus kam aus einer Insolvenzmasse und wir haben uns daher aus der Insolvenz herausgekauft. Das Stadthotel, wie es jetzt heißen wird, bleibt ein Hotel. Es behält den gastronomischen Bereich. Der Saalbetrieb wird weitergeführt, ebenso die Kegelbahnen. Alles bleibt so, wie es ist und wird neu gestartet. Wir sind sehr glücklich, dass Herr Krasnitzi und ich als Eigentümer des Gebäudes Herrn Tafolli gewinnen konnten als Betreiber der Stadthotel GmbH. Herr Tafolli ist heute der Betreiber des Restaurants Yachthafen in Waltrop und ein sehr erfahrener Gastronom. Ich freue mich auf seine Küche. Natürlich stellen wir uns die Frage, wann es wieder losgeht. Das liegt leider nicht in unserem Entscheidungsfreiraum, sondern wie Sie wissen, sind wir alle abhängig davon, was der Gesetzgeber hinsichtlich Corona entscheidet. Wir hoffen, dass wir um die Osterzeit das Hotel und die Gastronomie wieder hochfahren können.